Und ich habe aber auch ein Problem mit Homosexuellen, die das selbst glauben und der Meinung sind, okay, er ist zwar in einer Partnerschaft, aber so lange wird sie ja eh nicht halten. Deswegen sneak ich mich da jetzt einfach mal in diese Partnerschaft rein und spann ihm den Freund aus. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist Sonntag und das bedeutet, heute haben wir wieder ein LGBTQ-Thema. Und ich denke, dass es sehr, sehr spannend wird, denn heute reden wir mal nicht über super tolle Dinge, sondern wir reden heute mal über Dinge, die mich persönlich am Schwulsein stören. Beziehungsweise die mir total auf den Sack gehen. Und dieses Video solltest du definitiv nicht verpassen. Aber bevor wir mit diesem Video beginnen, habe ich eine kleine Bitte. Ich habe das Ziel, zum Jahresende die 6000 YouTube-Abonnenten zu erreichen. Und es fehlen nicht mehr viele von euch, die einfach nur auf Abonnieren klicken müssen. Und das wäre super, wenn ihr zum Team Hashtag wir schaffen die 6000 Abonnenten gehört. Es ist zwar nur ein kleiner Meilenstein, aber es würde trotzdem mir ein gutes Gefühl geben und dabei kannst du mir helfen. Deswegen sage ich schon mal vielen Dank. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video und los. Ich habe schon mal ein ähnliches Video gemacht, wo es darum ging, was wir am Homosexuellsein hassen. Und jetzt denke ich mal, ist es ganz interessant, mal das von meiner Seite aus zu sehen. Und es gibt viele, viele Dinge, die mich persönlich sehr, sehr stören. Und dieses Ganze, wir sind stolz drauf, es ist das Richtige. Ich weiß nicht, ob diese Botschaften wirklich gut sind, denn ist man denn auch stolz drauf, hetero zu sein? Ich denke, wenn man dieses äußert, dann hat man ja automatisch schon eine Abneigung gegen Homosexuelle geäußert, beziehungsweise man sagt, naja, ich bin froh, dass ich es nicht bin, weil ich ja froh bin, hetero zu sein. Und deswegen finde ich es ganz, ganz schwierig zu sagen, ich bin stolz auf meine Sexualität. Und mir stellt sich dann automatisch die Frage, kann man denn überhaupt stolz auf seine oder eine Sexualität sein? Es ist ja eigentlich völlig belanglos, weil die Sexualität macht ja den Menschen nicht aus. Und deswegen dachte ich mir, ich stelle euch jetzt mal die Dinge vor, die ich am meisten daran hasse. Was mich definitiv stört, ist diese Outing-Pflicht. Man ist nicht verpflichtet, sich zu outen. Man ist nicht verpflichtet, es Menschen mitzuteilen, weil es ist nichts, worüber man sprechen muss. Man kann drüber sprechen und man kann sich andere Menschen mitteilen, aber es ist halt einfach keine verpflichtende Sache. Und wer immer noch glaubt, dass man verpflichtet ist, sich zu outen, der irrt sich. Man sollte natürlich kein Leben leben, wo man sich in irgendeiner Form versteckt oder alles heimlich macht, das meine ich damit gar nicht, aber wenn wir diesem Ganzen so ein großes Gewicht geben und man sagt, Mensch, also ich habe heute was ganz Wichtiges zu sagen, und zwar, wisst ihr, was ich meine? Man stellt sich selbst auch auf so einen wichtigen Sockel. Und warum ist dieses Thema so wichtig? Ich kann es verstehen, wenn das Coming Out für einen selbst sehr, sehr wichtig ist. Das kann ich total verstehen. Aber macht man sich damit nicht selber zum Exot? Denkt mal darüber nach. Es gibt so, so viele homosexuelle Menschen da draußen. Da ist es völlig egal, ob wir vom Lesbischen oder vom Homosexuellen sprechen. Was ich nur persönlich total blöd finde, ist, wenn man in irgendwelche Kategorie reingeordnet werden. Homosexuelle Frauen tragen immer Flanell, sind immer kurz geschoren, während homosexuelle Männer immer extrem schlank, feminin sind und man es ihnen sofort ansieht. Ich denke, ich bin so komplett das Gegenbeispiel dafür, dass ein homosexueller Mann immer extrem feminin ist und extrem schlank ist, und das stimmt alles nicht. Ich meine, natürlich gibt es Klischees und natürlich stimmt das ein oder andere auf diesen ein oder anderen Menschen zu, aber komplett von einem universellen Klischee auszugehen, beziehungsweise von einer universellen Sache auszugehen, finde ich absolut nicht richtig und das nervt mich total. Einer dieser Klischees ist zum Beispiel auch das Thema schnelllebige Beziehungen. Und wenn man sich mal so ein bisschen umhört im Freundeskreis, dann ist das Tatsache bei mir persönlich nicht so. Meine Freunde, die homosexuell sind, die haben ihren Partner schon sehr, sehr lange, beziehungsweise ihre Partnerin. Und diesen selben Anspruch habe ich natürlich auch an meiner Partnerschaft. Und ich habe einfach mit diesem Klischee ein Problem, dass man von vornherein sagt, ja, okay, du bist homosexuell, deine Partnerschaft kann gar nicht lange dauern. Beziehungsweise, ach naja, da wird schon der nächste bald wiederkommen. Das ist aus meiner Sicht so falsch und irgendwie auch so verachtend, oder?
Und ich habe aber auch ein Problem mit Homosexuellen, die das selbst glauben und der Meinung sind, okay, er ist zwar in einer Partnerschaft, aber so lange wird sie ja eh nicht halten, deswegen sneak ich mich da jetzt einfach mal in diese Partnerschaft rein und spann ihm den Freund aus. Du denkst jetzt, okay, sowas ist bestimmt total selten. Ich würde, glaube ich, gar nicht so sagen, dass das so selten ist. Ihr könnt mir ja mal eure Erfahrungen bitte in die Kommentare schreiben, denn wir kommen nämlich jetzt automatisch zu meinem anderen Punkt, den ich auch überhaupt gar nicht gut finde am Homosexuellsein, nämlich das Thema Zähne. Warum brauchen wir eine Bar mit unserer Fahne? Also, warum ist es unsere Fahne? Warum ist der Regenbogen überhaupt das homosexuelle Wappen? Ja, aber diese Bars für Homosexuelle. Jetzt stellt euch das doch mal vor, wenn es eine Bar gibt für Heterosexuelle, wo nur Heterosexuelle rein dürfen, beziehungsweise wo auch Homosexuelle geduldet werden. Das ist doch die Ausgrenzung der einen Sexualität oder auch der anderen Sexualität. Und das ist für mich moralisch überhaupt nicht richtig. Auch die ganzen vermeintlichen Vorteile aus der Szene, ich weiß nicht, also wir wollen gleichgestellt sein, wir wollen anerkannt sein. Warum müssen wir denn ein Logo haben? Warum müssen wir denn eine eigene Fahne haben? Ich weiß nicht, also ist das denn der richtige Weg? Und da kommen wir halt auch schon gleich zum nächsten Punkt, nämlich die fehlende Gleichberechtigung, ja? Und warum es immer noch Parteien gibt und auch Menschen gibt, die sagen, eine homosexuelle Ehe ist nicht gleichberechtigt einer heterosexuellen. Warum kann denn ein Gesetz darüber entscheiden, wen ich liebe und wen ich heiraten möchte und warum dieses nicht so sehr anerkannt ist? Das ist doch aus meiner Sicht total falsch und auch menschenverachtend. Wenn sich zwei Frauen lieben und diese zwei Frauen heiraten wollen, dann sind die doch für mich komplett gleichgestellt mit einem Mann und einer Frau, die sich lieben, die miteinander heiraten. Wo ist denn da der Unterschied? Ist der Unterschied die Sexualität? Ist deswegen Mann ein halbwertiger oder minderwertiger Mensch vor dem Gesetz? Das ist doch totaler Quatsch. Und ich bin der Meinung, wer immer noch diesen Standpunkt vertritt in unserer Zeit, in unserer Generation, der hat den Knall einfach nicht gehört. Und wenn es Parteien da draußen gibt, die gegen solche Themen sind, dann sind diese Parteien keine Parteien, die ich unterstützen möchte. Und ich möchte jetzt nicht, dass dieses Video politisch wird, ja. Aber dennoch, da stimmt doch schon was im Kern, im Grundsatz der Menschenwürde. Alle Menschen sind gleich. Da stimmt doch dann schon mal was nicht. Kommen wir aber mal zu einem ganz anderen Punkt und der vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, den ich persönlich total doof finde. Nämlich als homosexueller Mann oder homosexuelle Frau einen Partner zu suchen. Also ich meine, wir sind jetzt schon im Wort suchen und das Wort suchen ist in diesem Zusammenhang auch schon völlig falsch, weil letztendlich sollte man niemals nach einem Partner suchen. Eine Partnerschaft entsteht, eine Partnerschaft gedeiht, aber man kann im Prinzip nicht danach suchen. Man kann ihr behilflich sein, beziehungsweise kann man dieses etwas beschleunigen, indem man vielleicht dubiose Dating-Plattformen nutzt, aber trotzdem sollte man niemals nach einer Partnerschaft suchen. Aber ich kann jeden homosexuellen Menschen, egal ob Mann oder Frau, verstehen, der sagt, naja, wenn ich jetzt heterosexuell wäre, dann würde ich definitiv schneller einen Partner oder eine Partnerin finden. Und ja, das sehe ich auch so. Und das ist jetzt auch gar nicht so kurios, denn wenn man jetzt einfach mal eine Weide mit 1000 Kühen sich vorstellt und sich eine Weide mit 10 Kühen vorstellt, da ist natürlich relativ schnell zu sehen, wer hier der Stier ist und wen man relativ schnell kennenlernen kann, weil man einfach ein viel, viel größeres Angebot hat, ja. Und ich meine, es gibt auch viele, viele Partnerschaften, wo halt einfach auch das Sexuelle in irgendeiner Form passen muss, ja. Und das ist völlig in Ordnung und das macht natürlich die Suche nach einem Partner schon schwieriger. Aber ich würde mich halt auch nicht auf irgendwelche Fakten oder Details versteifen, denn das ist nämlich das Problem, dass durch viele, viele gescheiterten Dates der homosexuelle Mann oder die homosexuelle Frau dazu neigt, sich immer mehr in einen Wunsch hineinzudenken, sich immer mehr Kategorien ausdenkt, die für die Partnerin oder für den Partner absolut wichtig ist. Und was passiert? Man jagt einem Gespenst nach und man ist immer mehr enttäuscht von Dates, die man hat, obwohl man eigentlich einem Phantom hinterher sucht. Und da ist genau das Problem. Man sollte unbefangen Menschen kennenlernen. Man sollte völlig unbefangen in einen neuen Kontakt eintreten. Und dann wird man sehen, was daraus wird. Und das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Wenn du jemand triffst, lass dich nicht vom ersten Blick vielleicht abschrecken oder von dem, was er erzählt, dich abschrecken, sondern versuche hinter den Menschen zu schauen, versuche hinter die Fassade zu schauen. Und ich glaube, das bringt uns auch zum letzten Punkt, was mich total am Homosexuellsein nervt, nämlich die Oberflächlichkeit. Und hier meine ich gar nicht die Oberflächlichkeit von anderen Menschen mit einer Sexualität, sondern ich meine tatsächlich die Oberflächlichkeit der eigenen Homosexuellen.
Und dabei ist es völlig egal, ob wir über gleichgeschlechtliche Frauen oder über gleichgeschlechtliche Männer sprechen. Es ist im Prinzip sehr, sehr oft so, dass selbst auf der eigenen Weide, die ja schon kleiner ist, dass es selbst da ganz, ganz viel Konkurrenzkampf gibt und ganz, ganz viel Geläster gibt. Und das ist aus meiner Sicht völlig falsch. Warum sollte man denn andere Menschen, die ja sowieso es schon schwieriger haben in der Gesellschaft, auch noch zusätzlich ausgrenzen, nur weil sie vielleicht ein bisschen verrückter sind oder anders sind oder andere Vorstellungen haben? Sie sind doch ein Teil einer ganz, ganz großen Gesellschaft, und das ist das Wichtige und das ist auch die Botschaft dieses Videos, dass wir gemeinsam ganz klar sagen können, wir sind Menschen. Wir sind keine homosexuellen oder heterosexuellen Menschen. Wir sind Menschen, die etwas gemeinsam erreichen können. Und wenn man sich aktuell mal die Weltlage anschaut, dann haben wir doch ganz, ganz andere Probleme als die vermeintliche, total uninteressante Sexualität von dem einen oder anderen Menschen. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich dieses Video gemacht habe und das einfach mal thematisiere, damit man einfach mal drüber nachdenkt, dass man diese Kategorie homosexuell einfach mal abhakt und sagt, ja, eigentlich ist es alles gar nicht so eine große Nummer. Leute, das Video ist jetzt schon wieder fast vorbei und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und wenn du die kleine Glocke aktivierst, dann wirst du auch noch benachrichtigt, wenn es von mir neue Videos gibt. Ich lade 3-mal in der Woche hoch und am Sonntag ist immer ein LGBTQ-Thema. Ich wünsche euch alles Gute, macht es gut, haut rein und tschüss.